Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 21. Juli, hier um 9:30 Uhr. Wir wollen uns wieder dem Devisenmarkt zuwenden und hierbei heute ein leicht spezielleres Paar in den Fokus nehmen, nämlich hier, Sie sehen es ja schon, den Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen, der natürlich hier bedingt durch die Action am 15.01., wir sehen es mal hier kurz auf dem Wochenchart, deutlich beeinflusst wurde, aber generell muss man hier feststellen, haben wir es mit einem intakten Aufwärtstrend zu tun, der immer mal wieder gespickt durch erhöhte Schwankungen. Hier 2009 Intervention, Schweizer Nationalbank, hier Aufgabe der Marke von 1,20 beim Euro Schweizer Franken. Also letztlich immer wieder getrieben durch wilde Spekulationen. Auch gab es das hier im Jahr 2011 durchaus mit heftigen Ambitionen. Aber der grundsätzliche Weg, der weist hier schon mal technisch gesehen nach oben. Und wenn wir uns jetzt hier mal zu Beginn der laufenden Betrachtung den Tagesschart man ja betrachten, hier die Monsterkerze, die hier noch längst nicht komplett eingefangen ist, aber hier die Kerze vom 15.01. und jetzt schreiben wir praktisch neue Geschichte vor dem Hintergrund, dass wir im historischen Verlauf wissen, dass hier ein Aufwärtstrend vorliegt. Wir haben jetzt hier nach diesem ersten Hype eine starke Gegenbewegung gesehen und diese hat sich jetzt hier schon wieder in einen Aufwärtsimpuls gespiegelt, gewandelt, und wenn man hier von diesem Tief vom März ausgeht, mal ganz komfortabel eine Trendlinie zieht, die hier natürlich nur richtungsweisenden Charakter hat, sehen wir aber, aha, wir haben hier einige Auflagepunkte und wir nähern uns eben diesem Level aktuell. Interessant wird dann dazu auch noch, wenn wir den Tagesschart hier näher betrachten, hier diese Zone, die wir hier im Mai ausgebildet haben. Wenn wir von diesem Level ausgehend sozusagen eine Horizontalbarriere rüberziehen, dann haben wir hier den Preisbereich um knapp 128. Und dieses Level ist mit Verlaub dieses Fakes, was wir im Juli gesehen haben, durchaus ein Unterstützungsniveau, was hier in Verbindung mit dieser Aufwärtstrendlinie als Kreuzsupport gezählt werden kann. Also Schweizer Franken, japanische Yen hier kurz vor einer Marke, vor einem Level, das hier wieder Auftrieb bescheren könnte. Stellt sich natürlich die Frage, ob das passiert. Rein technisch, wie gesagt, haben wir hier eine gute Voraussetzung, dass der Markt sich hier zumindest jetzt erstmal nochmals aufrappelt, um hier, und da können wir gleich auf der Oberseite auch noch eine Projektion fahren, dieses Level hier zu attackieren. Das ist nämlich ein Widerstandsbereich. Wie wir sehr schön sehen, haben wir hier einige ehemalige Eckpunkte, Ausbruch, Bestätigung, Durchbruch, hier wieder Bestätigung, nochmal Bestätigung, und insofern ist das Level von 131,15 roundabout ein klar definierbarer Widerstand, der hier nach oben hin erstmal aufgebrochen werden muss, um weitere Ambitionen in Richtung 134, 138 und mehr Yen zu generieren. Aber rein technisch gesehen hier auf Tagesbasis hat das Währungspaar hier schon mal eine gute Ausgangsbasis geschaffen, um hier einen gewissen Auftrieb zu erzeugen, der dann im Umkehrschluss, wie gesagt, weiter steigende Preise begünstigen kann. Das Einzige, was nicht so richtig ins Bild passt, ist neben dem technischen Hintergrund die Saisonalität. Und da brauchen wir nicht viel zu sagen. Der Pfeil bzw. die Tendenz spricht Bände. Soll heißen, wenn es hier nicht gelingt, aufgrund dieser technisch interessanten Situation für den Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen nach oben rauszuziehen, sondern eben hier ein Ausbruch nach unten erfolgt, das Niveau von 128,50 aufgegeben wird und insbesondere hier das Tief der Kerze vom 8.7., was hier bei 127,17 lag. Wenn wir dieses Niveau unterschreiten, dann haben hier definitiv die Bären die Hosen an und dann kann es relativ zügig in Richtung 123 und 120 Yen in die Tiefe gehen. Andererseits hier Abprall. Ausbruch über kurzfristige Abwärtstrendlinie, insbesondere aber oberhalb hier des Niveaus von 131,15 wird's sehr interessant für die Bullen. Dann, wie gesagt, haben wir hier sichtliches Aufwärtspotenzial. Wie schaut es jedoch auf Intraday-Basis aus? Schauen wir mal hier kurz vom Tageschart. Oh, Moment, bevor wir erstmal in den Stundenchart, 15-Minuten-Chart gehen, wollen wir erstmal die Stunde uns anschauen. Da sehen wir hier auch jüngst einen stärkeren Abwärtsimpuls, der hier diesem Auftrieb aus der vergangenen Woche folgte. Und das ist jetzt hier auch die Situation, die wir eben jetzt erfassen. Wir haben hier einen Abwärtsimpuls, der schon relativ gereift scheint. Ja, das muss man ganz klar sehen. Der Markt hat hier letztlich sich nach unten in Anführungszeichen schon ausgelassen. Wir können das auch ganz gut mal mit Fibonacci einfangen, mit den bekannten Fibonacci-Levels. So. Da sehen wir, dass wir im Prinzip ganz von diesem Aufwärtsimpuls ausgehend hier einen ganz, ganz sauberen Rücklauf gesehen haben an 61er Fibonacci Level. Das ist zugleich auch ein Support Level.
Also Obacht geben hier, 128,70 rund ist ein Level, was, wenn es denn hält, hier Auftrieb bescheren darf. Und wenn wir von diesem Level jetzt eben nach oben abprallen, ansteigen, dann haben wir hier im Stundenchart-Intervall auf diesem Level jetzt 38er Widerstandsbereich einen Widerstand vorausliegen, der, wenn er denn geknackt wird, hier auf jeden Fall die Hochs aus, beziehungsweise hier aus der vergangenen Woche in den Fokus rückt. Also wenn wir hier über 129,75 rausziehen, dann ist das hier schon mal eine sehr, sehr interessante Ausgangsbasis für den Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen, hier zusätzlichen Auftrieb zu erzeugen. Stundenchart also auch interessant. Jetzt kommen wir zum 15-Minuten-Chart hier in der Intraday-Beschau. Sehen wir sehr schön, dass wir hier eine ASIA-Range von 26 Pips haben, beziehungsweise hatten, jetzt aktuell erstmal 29 Pips gelaufen sind, aber Obacht geben, die Average True Range sagt uns 128 Pips voraus. Sie sehen das, wenn wir das mal ein Stück weit stauchen. Das wäre hier praktisch das ausgedehnte heutige Hoch, das ausgedehnte heutige Tief. Und Sie sehen, hier ist noch einiges an Potenzial vorhanden. Obgleich aufgrund der Bewegung der jüngsten Zeit haben wir hier das Vortageshoch, Vortagestief als Unterstützung-Widerstand vorausliegen und auf der Oberseite noch das Vormonatstief, wenn wir dann nach oben rausziehen. Aber es kann gesagt werden, wenn eben hier der Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen nochmal rauszieht auf neue Tageshochs, was hier oberhalb von 129, Moment, das war's, 129,18, 129,19 Yen der Fall wäre, dann dürfte das gestrige Hoch fallen. Und wenn es hier nachhaltig rüber geht, dann lockt hier das Resistance Level 3/Vormonatstief, also hier Niveaus um 129,60. Im Ausdehnungsfall wären sogar Niveaus von 130,18 möglich, aber das muss man erstmal dahinstellen, ob der Markt heute den Drive besitzt, hier deutlich nach oben rauszuziehen. Okay, aber sieht ganz interessant aus. Wie gesagt, wir haben noch eine sehr, sehr kleine Range bislang absolviert und hier kann noch richtig Dynamik in den Markt kommen. Umgekehrt, wenn wir hier das Vorwochentief nochmals unterschreiten, dann wird das Vortagestief interessant und unterhalb dessen dann lockt hier tatsächlich eine größere Abwärtsbewegung. 128,50 hatten wir schon als Stundenchart, Tageschart, als Supportlinie im Fokus. 127,90 wäre hier das ausgedehnte Maximalkorrekturziel, wenn es nach unten wegbricht. Aber hier, wie gesagt, noch nichts passiert. Wir sind hier mitten in Range. Vorsichtige Tendenzen, die Asia-Range nach oben aufzulösen, gab es schon. Wenn der Preis, wie gesagt, hier nochmal dynamisch nach oben rauszieht, dann sind die Chancen hier durchaus gut, dass der Markt hier eine weitere Performance nach oben vollzieht. Und dazu warten wir mal ab, was passiert. Aus Schweizer Frankensicht gab es heute in der Früh 8 Uhr Nachrichten. Hier nämlich zum Handelsbilanzsaldo, was besser ausgefallen ist als erwartet. Und ansonsten haben wir hier eigentlich kein größeres Störfeuer zu erwarten. Also insofern technisch bedingt eine schöne Breakout-Situation. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es zum heutigen Devisenradar gewesen. Ich wünsche Ihnen erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns nachher nochmal zur DAX-Beschau und Co. um 10 Uhr, 10:30 Uhr in dieser Range etwa. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmer und tschüss.